Aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir haben unsere Fracht hinten dran. Da ist er, das gute Stück. Es gibt ein paar neue Mods, die ich bereits ausgetauscht habe. Dann gibt es welche, die ich noch nicht austausche, weil sie nämlich direkt unseren Auftrag hier beeinflusst hätten. Von daher machen wir die Tour jetzt erstmal zu Ende. 1576 Kilometer sind es. Alter. Hallo. Und dann gucken wir mal, wo uns die Reise hinbringt. Ein neuer Mod, Realistic Weather. Hat mir der Michael empfohlen, wie immer. Das Bus Traffic Pack ist inzwischen neu drin und das und irgendwie ein AI Traffic auch noch. Ja, schön auf dem Bürgersteig parken, ne? Ach ne, ist ein Parkstreifen oder Gehweg? Das soll ein Parkstreifen. Hat er Glück gehabt, du. Ja, ein bisschen über die Leitplanken gehobelt hier. So. Irgendwie waren wir hier schon mal. Ich glaube, ich habe mich... Das ist so eine blöde Ecke hier. Ganz ehrlich, Leute. Beim letzten Mal schon verhauen. Rumkommen. Vor allen Dingen ist das hier sowas von scheißen eng. Also das hier hätte man schöner machen können, du ganz ehrlich. Das ist echt eine blöde Straßenführung. Naja, fast. Gut. So, wir sind wieder auf der Spur. Sehen, dass wir auf die Autobahn kommen. Ich weiß aber gar nicht, wo wir hin müssen. Wir haben, glaube ich, Seeweg dazwischen und nicht zu knapp. Und müssen zu irgendeinem Hafen. Ich habe nur im Moment keine Ahnung, zu welchem. Oh. Komischer Kreisverkehr hier. Echt in sich, meine Güte. Ein Kreisverkehr, der nochmal durch Ampeln geregelt wird. Ja, über Sinn und Zweck. Keine Ahnung, aber es ist ja auch so, dass es hier ein Weg in der Mitte durchgibt, was ich so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Was für einen Sinn das jetzt macht, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht. So, wir fahren hier rein. Da oben ist wieder irgendein Stadion oder sowas oder eine Halle. Ansonsten alles sehr sandig und betonmäßig hier. Nicht schön. Sieht aus, als wenn ich im LS19 den sagt schnell den Acker gepflügt habe. So.
So läuft's. Bis jetzt aber noch nichts zerstört. Mal gleich erstmal einen Kaffee machen. Ganz trockenen Hals vom Zähneputzen. Was haben wir denn überhaupt hier? 8.01 Uhr, so auch noch relativ früh, frischer Morgen. Man riecht noch die Morgenfrische, die dann so gegen 11 Uhr auch vorbei sein wird, so langsam. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, so als Kind, ich habe das geliebt, morgens. So, ich sag mal, um 7 Uhr aufstehen, dann um 8, 9 Uhr, dann das erste Mal die Luft in der, ja, die Nase in die Luft und Luft in die Nase. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das habe ich auch heute noch, dass es morgens früh noch eine ganz andere Akustik draußen ist als am Tage. Also ich hatte so den Eindruck, bei uns alle Nachbarn guckten morgens so um, ja, 8 Uhr rum mal zur Haustür raus, dann wurde rübergebrüllt, guten Morgen und hast du nicht gesehen. Und das klang morgens ganz anders als abends. So. Ja, nette Strecke ausgesucht für unseren Hubschrauber. Aber wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, ich habe vorhin beim Einloggen nicht nachgeschaut. Der muss irgendwie nach England. Und ich meine, wir fahren hier von Portugal aus irgendwie rüber und das ist ein ganz langer Seeweg. Leute, was wird denn das hier, Mensch? Junge, 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 Junge. Ihr versteht, da musste ich einen Unfall verhindern, deswegen über den Standstreifen. Hier ist es noch ein bisschen diesig. Ups, fast ein bisschen schnell. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Von wo aus? Von wo aus fahren wir denn? Alter! Warum ihr jetzt auf der zweiten Spur stehen bleibt, das wisst ihr selber nicht, oder? Ist da links Schwatzingen? Da oben ist die Kuh. Oder ein Stier, oder? Wahrscheinlich hier Stierkampfmetropole. Sollte man auch verbieten. Ob es traditionell ist oder nicht, das passt nicht in die heutige Zeit, ganz ehrlich. Wie die Tiere da zu quälen. Und wenn ihr euch vorstellt, ein Tier verspürt natürlich auch Schmerzen. So, wenn ihr euch vorstellt,
Ihr rammt euch immer irgendwo irgendwelche Nägel zum Beispiel rein, als Beispiel. Das würdet ihr auch nicht so lecker finden. Deswegen grundsätzlich muss das weg. Würde ich auch nie hingehen zu einem Stierkampf, ganz ehrlich. Oder Hundekämpfe und Hahnenkämpfe, was es da alles gibt. Kampffischkämpfe gibt es auch. Ja, es ist ein Stier. Ich bin Stier von Sternzeichen, da muss ich zu meinen Artgenossen halten. Ihr versteht? Ja, boah, Mensch, im Großen und Ganzen läuft das ganz, ganz sneaky hier heute, ne? Du hättest dein Auto ein paar Meter weiter schieben können, ob du eine Panne hast oder nicht, deswegen muss man nicht quer auf dem Seitenstreifen stehen. Rechts auch irgendeine Firma. Mal gucken, wo sind wir denn überhaupt? Okay. Schön, wenn die Autobahn so schön frei ist. Ich mag das. Was bist du für einer? Irgendein Oldie, oder? Was für eine Gurke. Ja, Mensch, was soll ich? Ach so, genau, was ich noch erzählen wollte. Das machen wir aber, glaube ich, in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder am Ende angelangt. Genau. Wir werden da vorne gleich irgendwo anhalten. Das machen wir nämlich. Hier.
4, glaube ich. So, ja, wir fahren hier jetzt sowieso raus. Wir fahren noch bis zur Mautstation. So sieht's aus. Das machen wir noch. Wenn ich die nächste Folge mache, habe ich bestimmt vergessen, was ich euch jetzt sage. Rolls-Royce. Guckt euch das an. The Queen herself, oder was? Sieht zumindest von hinten aus wie ein Rolls-Royce. So, liebe Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und sage dann erstmal ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.